liebe CC-Familien, schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet. Es geht in eine neue Woche, also auch in einen neuen Vlog. Heute habe ich hier ganz schön viel aufgebaut und es geht ein bisschen um das Thema Sprachdiagnostik. Und danach will ich wie immer noch ein kleines Lied für uns singen. Ganz am Anfang desinfiziere ich mir kurz die Hände, das kann man kaum sehen von lauter Diagnostikmaterial. Wenn du an dieser Stelle bist im Video, dann mach doch einen kurzen Stopp, geh in dein Waschbecken und wasch die Hände mit Wasser und Seife. Wenn Sie mit Ihrem Kind zu uns kommen, dann werden wir Sie relativ häufig auch mit dem Begriff Sprachdiagnostik konfrontieren, oder generell Diagnostik. Und da erstmal kurz die Frage, warum müssen wir das überhaupt machen? Diagnostik heißt ja vom Begriff her, dass man jemanden sich genau anschauen will, genau deren Leistung anschauen will, um es dann vielleicht auch mit anderen Sachen wiederum zu vergleichen. Und das geht schon ganz früh los, denn bevor Kinder überhaupt selber Diagnostik machen können, kann man schon mal die Eltern über ihre Kinder ein bisschen fragen. Da haben wir zum Beispiel hier den Little Ears, einen Hörfragebogen, den wir ganz oft mit den Eltern machen. Da geht es darum, wie ist die Hörentwicklung. Oder wir haben hier auch den Elfra 1 oder Elfra 2. Da geht es darum, wie viele Wörter kann ein Kind verstehen oder sprechen. Und warum machen wir diese Fragebögen? Zum einen wollen wir mal gucken, wie liegt das Kind denn im Vergleich zu anderen Kindern im gleichen Höralter bzw. im gleichen Sprachalter. Und zum anderen können wir natürlich auch die Fortschritte gut dokumentieren. Weil wenn Sie bei uns sind und das Kind kann vielleicht 10 Wörter und Sie kommen dann 3 oder 4 Monate später wieder und das Kind kann auf einmal 50 Wörter, dann haben wir einen handfesten Beweis, dass es auch wirklich vorwärts geht. Das ist richtig toll. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo Kinder auch selber Diagnostik mitmachen können. Dann gibt es ja auch verschiedene Sprachtests für die verschiedenen Alter. Da haben wir hier den SET-K2 für die ganz Kleinen, für die Zweijährigen. Hier den 3 bis 5er für die etwas Älteren. 5 bis 10, aber wenn die Kinder länger hier sind, gibt es auch noch diesen Test. So nach dem 10. Lebensjahr ist die Sprachentwicklung natürlich schon eigentlich abgeschlossen. Das heißt, die Diagnostik endet so mit 10, dann bei anderen Tests so mit 12 Jahren. Ich habe hier nochmal einen Wortschatztest stellvertretend hingestellt. Wir haben noch ein paar ganz andere Testmaterialien. Wir haben Lesetests und wir haben Sprachverständnistests, noch speziellere. Was da für Ihr Kind das Richtige ist und was man rausfinden will, das muss sowieso Ihre Therapeutin mit Ihnen besprechen. Jetzt ist die Frage, was ist denn für Sie überhaupt wichtig, wenn Sie sich gar nicht merken müssen, welche Tests da alle gibt? Wir werden Sie mal mit so Normwerten konfrontieren. Normwerte heißt, dass man einfach geguckt hat bei ganz vielen Kindern, die normal sprechen können, auch bei denen, wo es ein bisschen schwieriger ist, wie viele Wörter kann ein Kind in dem Alter oder wie ist die Grammatik in dem Alter, wie ist der Plural in dem Alter. Und das hat man dann statistisch zusammengerechnet. Und wenn ich diesen Test mache und den auswerte, kann ich dann genau vergleichen, ist das Kind so gut wie andere Kinder in dem Alter. Und diesen Wert werden wir Ihnen auch mitteilen, aber diese reine nackte Zahl, die bringt einem relativ wenig. Denn bei unseren Kindern haben wir eine kleine Besonderheit. Unsere Kinder haben ja ein Höralter und ein Lebensalter und die weichen manchmal ganz schön stark voneinander ab. Wenn Kinder früh implantiert werden, also so mit 9 oder 10 Monaten, haben wir immerhin eine Abweichung um knapp ein Jahr. Das heißt, wenn ein Kind 2 Jahre alt ist, hört es erst seit einem Jahr und 3 Monaten zum Beispiel. Das heißt, ich kann in dem Alter noch gar nicht erwarten, dass das Kind so spricht wie ein 2-jähriges Kind. Und gerade am Anfang der Lebenszeit berücksichtigen wir das natürlich enorm. Wenn die Kinder älter sind, müssen sie irgendwann anfangen, diesen Rückstand aufzuholen. Denn gerade wenn es in Richtung Schule, Kindergarten oder Ähnliches geht, dann muss natürlich auch, müssen wir gucken, dass die Kinder irgendwann vielleicht auch alles entsprechend werden oder einfach noch mehr Zeit brauchen. Und deswegen ändert sich die Interpretation ein bisschen, auch mit dem Alter. Und wie man so ein Ergebnis genau interpretieren muss, das besprechen wir dann auch wiederum mit Ihnen. Was für uns einfach echt wichtig ist, ist, dass wir der Krankenkasse gegenüber, zum Beispiel, wenn wir einen Verlängerungsantrag schreiben, oder der Klinik gegenüber, die uns fragen, hey, wie ist denn eure Einschätzung von dem Kind? Oder der Schule gegenüber, die wissen wollen, ist das Kind denn schulfähig? Auch ein bisschen eben nicht nur von unserer Einschätzung her, sondern eben auch von diesen Testbatterien her sagen können, ungefähr in dem Alter liegt das Kind gerade sprachlich oder vom Hören.
Dass Kinder sich in diesen Testsituationen nicht so verhalten wie normalerweise, das wissen wir auch und das berücksichtigen wir auch. Es gibt viele Kinder, die im Spiel ganz viel erzählen, aber wenn sie dann wissen, oh, ich muss jetzt bei dieser Karte sagen, was da draufsteht, sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Auch das muss man ein bisschen mit einberechnen, auch das tun wir. Und jetzt kommt noch die letzte Frage. Viele Kliniken machen auch Tests. Und das ist die Frage, wenn ich es in der Klinik doch mache, warum muss ich das hier bei euch noch machen? Auch da ist es manchmal ganz wertvoll zu gucken, wie die Kinder sich unterschiedlich verhalten. Denn wenn sie in der Klinik sind und da vielleicht auch den Logopäden mal wechseln oder sie dann doch bei einer anderen Logopäden sind, die sehen sie wahrscheinlich auch lange nicht zwischendurch, fällt das Kind sich wieder anders als bei uns. Bei uns kennen sie dann meistens schon länger. Sie kennen die Räumlichkeiten, das Haus und wissen, was auf sie zukommt und verhalten sich hier oft schon natürlicher. Und natürlich können wir von unseren Ergebnissen auch wiederum dann eben gut vergleichen, wie ist es vorwärts gegangen. Aber was auch ganz wichtig ist, diese Tests sind nur ein Teil von dem, was man über das Kind sagen kann. Das heißt, wir werden das definitiv nicht bei jedem Aufenthalt machen und auch nur so, dass für das Kind nicht zu anstrengend wird. Denn was nützt uns das, wenn wir zwar wissen, wie das Kind gerade hört und spricht, aber es danach gar keine Lust mehr hat, mit mir zu arbeiten. Das Wichtigste ist, dass die Beziehung zwischen Therapeut und Kind gut ist und man gut miteinander arbeiten kann. Und das braucht eine Weile, bis man auch so eine Testsituation gemeinsam durchleben kann. Genau. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und dieses Thema Sprachdiagnostik. Jetzt räume ich die Kisten mal ein bisschen zur Seite, damit man mich auch sehen kann. Denn ich möchte jetzt noch ein kleines Lied für euch singen. Und zwar das Lied von der Wanze, die auf der Mauer saß. Und wenn ich das mache, müsst ihr mal gut zuhören, denn bei jeder Strophe, obwohl sie ziemlich ähnlich klingt, verändert sich ein bisschen was. Guckt mal, ob ihr rausfindet, was es ist. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Seht euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wann. Seht euch mal die Wann an, wie die Wann tan kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine War. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine War. Seht euch mal die Wahr an, wie die Wahr tag kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wahr. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine W. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine W. Seht euch mal die W an, wie die W kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine W. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine. Seht euch mal die an, wie die kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine W. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine W. Seht euch mal die W an, wie die W kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine W. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine War. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine War. Seht euch mal die Wahr an, wie die Wahr tag kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wahr. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wann.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wann. Seht euch mal die Wann an, wie die Wann tan kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanz. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanz. Seht euch mal die Wanz an, wie die Wanz tanz kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanz. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze. Habt ihr es gemerkt? Die, die richtig gut zugehört haben, haben vielleicht gemerkt, dass ich immer ein Buchstaben von der Wanze und vom Tanzen weggeklaut habe. Das ist gar nicht einfach, denn zum einen muss ich super gut zuhören, welcher Buchstabe fehlt. Zum anderen muss ich ja auch wissen, wie das Wort dann noch klingt. Wenn du das zu Hause mal ausprobieren willst, dann hör noch mal richtig gut zu. Ich habe das immer so gemacht, dass immer erst ein Buchstabe verschwunden ist und dann einer dazugekommen ist. Und wenn fertig ist, kann man theoretisch wieder von vorne anfangen. So lange, wie ihr Lust habt. Dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle letzte Schulwoche, denn ab nächster Woche geht es ja in die Ferien. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!